So, hier sieht man jedenfalls das vom Gras, ein Blütenstängel hier, und der ist ziemlich groß. Und da geht bei einer originalen Fliegenklatsche, da passiert gar nichts. So, hier ist nochmal ein Update. Und zwar bei einer Fliegenklatsche, die ungetunt ist, wie ich schon sagte, die knallen bei Metall alle. Ja. Die brauchen immer einen Moment. Aber es knallt. So, und hier ist die getunte. Also knallt schon bedeutend doller. Zum Vergleich nochmal eine Originale. Knallt auch ein bisschen. So, und jetzt kommt hier der Vergleich vom Gras hier, so eine, mit einer Blüte dran hier. Da passiert gar nichts. Gar nichts. Bisschen funktet hier. Gar nichts. Und jetzt die getunte. Also da sieht man den Unterschied bei Gras oder so. Wie ich schon mal sagte, knallen die meistens gar nicht. Und deshalb auch nicht bei Fliegen. Wenn eine Fliege ein bisschen größer ist, dann passiert gar nichts. Die schmort dann bloß ein bisschen, aber die quält sich nur rum oder eine Mücke und da passiert überhaupt nichts. Da, nichts. Da kann man hier ganz kleine Funken. Sieht man hier aber kaum, da passiert nichts. Und hier wieder. Und die Fliegenklatsche, die hält auch, da geht nicht die Elektronik kaputt, weil die ist auch alles verstärkt. Das ist der Unterschied. Nicht nur eine stärkere Batterie, sondern die Elektronik ist alles verstärkt worden. Und deshalb hält die schon seit Vorjahr. Der ist so lange erprobt und funktioniert super. Tja, das war's. Ja. So, als Vergleich nochmal im Dunkeln, dass hier ein bisschen was passiert. Ja. Also ein bisschen funktet hier. Bei diesem dünnen Stängel, bei einer ungetunten, und wenn man diese hier ranhält, ist schon zu groß. Von dieser Blüte ist es schon zu groß. Bisschen funktet hier. Aber deswegen ist es, wenn hier eine größere Fliege reinfliegt, dann passiert kaum was. Die fliegen meistens wieder weg. Hier bei, so einem, bei einer großen Blüte hier vorne, das schaffen die anderen gar nicht. So, das nur mal als Vergleich.